So, herzlich willkommen zu den Videos von Themenbereich 1. Der Themenbereich 1 heißt Grundlagen, ist nicht besonders sprechend, macht aber genau dies. Also klärt die grundlegenden Begriffe, die wir brauchen, um uns dann in weiterer Folge über die konkreteren Aspekte von PKM, also von Prozess- und Kommunikationsmodellierung, unterhalten zu können. Wenn wir uns ganz kurz anschauen, was wir da drinnen haben. Es gibt einen kurzen Einführungstext, den vielleicht durchschauen. Da wird umrissen, was denn die Treiber dieses Trends zur Modellbildung denn im Detail sind. Zusammengefasst in hoffentlich nur einem Satz ist der Punkt, dass man aufgrund der steigenden Globalisierung, der technischen Entwicklung, steht dann alles da drinnen, es mit einer sich radikal und sehr schnell verändernden Umwelt zu tun hat. Und wenn ich dann nicht weiß, wie meine Organisation funktioniert, wie sie aufgebaut ist und nach welchen Regeln sie arbeitet im Ablauf, dann tue ich mir irrsinnig hart, mich an diese geänderten Rahmenbedingungen anzupassen. Deswegen möchte ich ein klares Bild, ein zuverlässiges Bild der Organisation haben und das auch nach innen und außen kommunizieren können. Das heißt, es soll nicht nur irgendwo eine Darstellung, ein Bild der Organisation geben, das soll in der Schublade liegen. Diese sogenannte Agilität, also die Anpassung an geänderte Rahmenbedingungen, die funktioniert nur, wenn alle Akteure innerhalb der Organisation auch wissen, was sie zu tun haben und wie sie ihre Arbeit unter Umständen anpassen können, um auf diese geänderten Rahmenbedingungen reagieren zu können. Der Punkt ist, das war jetzt schon mehr als ein Satz, oder zumindest ein sehr langer Satz, der Punkt ist, es hat sich in den letzten Jahren, mittlerweile fast Jahrzehnten, herausgestellt, dass konzeptuelle Modelle, also grafische Modelle, die Netzwerkstrukturen darstellen, die Abläufe als Knoten und Kanten darstellen, die irgendwelche Strukturen als Knoten und Kanten darstellen, ein geeignetes Mittel dafür sind, organisationale Phänomene zu beschreiben, kommunizierbar zu machen und Added Value mehr oder weniger, die auch dazu zu verwenden, um dann technische Systeme zu bauen, die es uns erlauben, Arbeitsprozesse zu unterstützen und agil auf die geänderten Umweltbedingungen reagieren zu können. Das ist nur der kurze Zusammenfassung dieser Einführung. Was schauen wir uns jetzt genau an in dem Grundlagenthema? Das Grundlagenthemenbereich. Der Grundlagenthemenbereich hat vier Themen, die dann nochmal ganz kurz zusammengefasst sind auf der Seite 15 des Skriptums. Wir beginnen damit, dass wir uns mal Gedanken darüber machen, was sind denn überhaupt Modelle? Was ist Modellierung? Welche Begrifflichkeiten braucht man denn in diesem Kontext, damit wir immer von dem gleichen sprechen? Da gibt es sowas wie Notationen, Repräsentationen, Metamodelle. Man sollte einfach wissen, was das alles ist, wie das zusammenhängt, damit wir dann weitergehen können und uns konkrete Modellierungsmethoden anschauen können. Das ist also Modelle und Modellierung. Im zweiten Thema kommen wir dann aus Anwendungssicht und schauen uns den Organisationsbegriff an. Was ist also eigentlich eine Organisation? Welche Organisationskonzepte gibt es und welche Art von Organisationsverständnis passt denn dazu, dass man Prozessmodellierung, Geschäftsprozessmodellierung, Orientierung an den Geschäftsprozessen der Organisation aufsetzt? Und was ist überhaupt der Geschäftsprozess vielleicht? Auch dazu sollten wir uns nochmal unterhalten. Kommen wir aber wahrscheinlich erst im Themenbereich 3 dazu, wenn es dann um die Abbildung von Geschäftsprozessen geht. Der dritte Themenbereich, aufbauend nur mal auf dem, was ist eine Organisation, Thema, führt diesen Referenzrahmen Mensch-Aufgabe-Technik ein oder Mensch-Organisation-Technik. Beides gibt es. MAT kennen wir eher aus EWIN wahrscheinlich, da ist das Standardmodell, also Einführung in die Wirtschaftsinformatik. MOT ist eine Variante dazu, die aus der soziotechnischen Systemforschung kommt, die wir hier auch verwenden werden. Ich habe es vorhin in den ersten Videos, in den Einführungsvideos bereits einmal erwähnt. Also es gibt ein Dreieck, das man als Rahmenwerk verwenden kann, um Organisationen aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Und welche Perspektiven das sind, wie die zusammenhängen und
Wie das dann beeinflusst, wie wir unsere Modelle bauen, das schauen wir uns in diesem dritten Themenbereich an. Es wird der kompaktere sein in diesem Themenbereich. Und das letzte führt dann diese ganzen einzelnen Teile nochmal zusammen und geht eben als Überleitung zu den spezifischeren Themenbereichen darauf ein, wie jetzt organisationale Strukturen und Zusammenhänge tatsächlich modelliert werden können. Das heißt, wir werden da dann das erste Mal ein Modell einer Organisation oder von organisationalen Aspekten sehen, beziehungsweise werden uns wieder einen Referenzrahmen anschauen, das sogenannte ARIS-Haus, kommen wir dann später dazu, das darstellt, wie die einzelnen Aspekte, also welche Aspekte es in einer Organisation denn gibt, die vielleicht interessant werden, in Modellen abzubilden und wie die zusammenhängen. Da gibt es dann Sichten und Schichten, auf denen man Modelle bauen kann, also unterschiedliche Sichtweisen, Perspektiven auf die Organisation, unterschiedliche Abstraktionsgrade, eher orientiert an den Fachanwendern oder eher orientiert an der Technologie, für die wir jeweils Modelle bauen können und wie das zusammenhängt, werden wir uns in diesem vierten Themenbereich anschauen. Und dann geht es schon weiter in die konkreten Modellierungsthemen im Themenbereich 2 mit der Modellierung von Abläufen in Software. Jetzt aber zum Einstieg einmal dieser Modellbegriff. Was ist überhaupt ein Modell? Welche Eigenschaften hat das?